So, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten kleinen Mod-Vorstellung. Heute werden wir uns dieses klappbare Schneidwerk einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die Besonderheit liegt in diesem Schneidwerk, da es ein- und ausklappbar ist und natürlich sehr komfortabel auf der Straße ist, da man es ohne Schneidewerkswagen transportieren kann. Zur Textur ist natürlich auf gar keinen Fall die schönste. Also texturentechnisch würde ich mir es nicht herunterladen, aber in der Funktion ist es momentan einfach unschlagbar. Praktisch und funktionell. Wir schauen kurz in den Shop. Handeln tut es sich um das C540 Klappbar von Klaas. Konfigurieren kann man natürlich bei einem Schneidwerk nichts. Wir haben eine Arbeitsbreite von 5,40 m mit einer Maximalgeschwindigkeit von 10 km/h und es kostet uns 76 Euro am Tag. Das finde ich sehr hoch, 76 Euro am Tag nur für ein Schneidwerk. Ernten kann man damit Weizen, Gerste, Raps und Sojabohnen, also die Standardfrüchte. Und das einzige kleine Manko ist auch noch, dass es nur auf den Dominator 118SL, den es auf ModHub zum Download gibt, passt. Momentan ist noch kein Adapter oder ähnliches zum Download verfügbar, dass es auf andere Drescher auch passt. Wir werden uns kurz einen Funktionstest des Schneidwerkes anschauen. Dazu kuppeln wir eben den Dominator an. Es wird schön aufgenommen. Wir werden es mal ausklappen. Das Schneidwerk natürlich. Es ist schön animiert auf jeden Fall. Es klappt sich zusammen. Jetzt dauert es ein bisschen, dann wird die Zapfwelle angeschlossen. Also auf jeden Fall alles schön animiert. Ich würde sagen, wir fahren kurz zum Testfeld. Schauen, ob alles funktioniert. Es ist alles schön animiert. Die Einzugswalze, der Haspel natürlich. Der Haspel ist natürlich verstellbar, wie es eigentlich standardmäßig alles ist. Auch die Einzugsanimation sieht sehr gut aus, auch von der Innenansicht her. Also im Großen und Ganzen gibt es nichts zu bemängeln und wirklich ein sehr schöner und brauchbarer Mod. Das Einzige, was ich auf jeden Fall zu bemängeln habe, ist eben, dass es nur auf den Dominator momentan passt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein Adapter oder ähnliches später mal zum Download kommen würde, um dann auch noch andere auf andere Drescher dieses Schneidewerk zu montieren. Weil wie man sieht, es ist mega praktisch, man klappt es zusammen und man kann schon wieder auf die Straße damit und ab zum nächsten Feld und weiter dreschen. Ja, das war's mit der ersten oder mit der nächsten kleinen Mod-Vorstellung. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mal dabei seid. Und schaut vorbei. Bis demnächst. Ciao.